Am Samstag habe ich in Wismar gedreht und die Regisseurin war aus Bayern und die hat dann immer gesagt, jetzt musst du ein bisschen aufpassen, jetzt rutscht du gerade rein. Also ich, seitdem ich so viel Fränkisch auch drehe und viel Fränkisch halt wieder reden darf, so ist es echt oft schwierig. Es sind ja immer nur so kleine Nuancen, die aber dann halt so einen ganzen Satz manchmal halt irgendwie kaputt machen. Also zumindest im nordischen westdeutschen Raum ist das oft einfach schwierig, weil ich muss mich dann oft auch konzentrieren. So, weil hier, das redet man halt einfach so raus, das schüttelt man vielleicht mal aus dem Ärmel, aber die hochdeutschen Sätze, da muss man manchmal sich schon anstrengen. Es ist mir lieber, dass die Hochdeutsch reden, weil dann wollten nämlich welche anfangen, auch irgendwie Österreichisch und sonst irgendwas zu reden. Jetzt seid aber ruhig, weil die eine Schauspielkollegin kommt ursprünglich auch aus Bayern und die hat dann tatsächlich auch kurz einmal eine kleine Färbung bekommen, einfach nur, weil sie gehört hat, wie ich halt so am... Also, wenn wir so geredet haben, halt privat, und dann ist sie auch in diesen Duktus reingekommen, das ist gefährlich, war, wenn man jemand in Wismar dreht und dann auf einmal... Wismar sagt man ja auch nicht, wahr? Nee? Nee. Siehst du? Habe ich wenigstens gelernt. Naja, also die Szenen, die wir hier gedreht haben, also die ich hier gedreht habe, waren immer nur mit sehr wenig Komparsen. Also die großen Szenen, wenn die Komparsen rein und rausgehen und während der Vorstellung, da war ich nicht dabei. Und deswegen, also das, ich bin zwar dabei als Figur, aber wir haben es getrennt gedreht. Also das. Aber das ist immer sehr, sehr aufregend, weil natürlich ein Riesenstab und dann mit 200, 300 Komparsen dann das so abzustellen, und wir haben ein ziemliches Zeitlimit. Wir müssen ja sehr viel am Tag schaffen und da ist es dann, ist immer hohe Konzentration. Wenn dann irgendwas schief geht, dann ist es immer gleich eine Katastrophe und man muss dann schauen, wie man das irgendwie anders hinkriegt. Aber die Komparsen sind toll, also ich muss sagen, wir hatten... Eine Szene hatte ich vorige Woche am Donnerstag, wo die Paula für einen Moment einfach vorkommt, in so ein Loch fällt und verschwindet und die Komparsen aber den Zuschauersaal verlassen müssen. Und das war aber hochmusikalisch, was sie machen musste. Es war echt kompliziert und die haben das mit einer unglaublichen Geduld gemacht und waren ganz toll und haben ihnen noch einen Beifall gespendet. Das war wirklich sehr, sehr gut.